Die Kuriermodels Thomas Sasse und Julia Starke sitzen relaxed im Abendlicht am Trebgaster Badesee. Noch, denn zumindest einer von beiden wird gleich als Testspringer für die erste Sonnenschirmflug-WM ins Wasser müssen. Julia bleibt das erspart, sie war erkältet. Also eine Mandelentzündung, die hat sich dann leider raufgezogen zum Ohr und da war jetzt irgendwas mit dem Trommelfeld und da war ein kleines Löchle und naja. Fürs Foto aber müssen beide ran. Schließlich sollen sie Zugpferd sein für das Fun-Event am 18. August, bei dem es sicher eine Menge an lohnenswerten Fotos zu schießen gibt. Nicht ganz so, aber zumindest so ähnlich könnten dann die Sprünge der Teilnehmer aussehen. Thomas Sasses B-Note jedenfalls war schon gut und sein Gefühl beim Probesprung ins abkühlende Nass auch. Okay. Der geht schon nochmal. Sehr erfrischend. Also noch ein bisschen flach, aber sonst sehr erfrischend. Ich freue mich auf die Höhe. Nur so ähnlich deswegen, weil bei der ersten Sonnenschirmflug-WM am Trebgaster Badesee nicht vom Steg, sondern von einem Turm ins Wasser gesprungen wird. Am Ende werden attraktive Preise vergeben. Wir haben also extra einen Turm von einem Gerüstverleiher uns extra bauen lassen, entworfen, damit die Gegengewichte richtig sind. Der Turm ist 3,50 Meter und wir legen ihn an auf dem Badedeck und haben dann vom Absprung bis zur Wasseroberfläche 5 Meter. 5 Meter, die dann auch Julia mit Schirm nach unten segeln wird, genauso wie Thomas. Also ich denke, es ist auf jeden Fall schön. Vor allem mit meinen Brüdern bin ich früher schon immer von den Springtürmen im Freibad gesprungen. Also ich glaube, das wird richtig toll. Nein, ich habe mir noch keine Figuren überlegt. Also schauen wir mal, so ein bisschen Vorbereitungszeit habe ich ja noch. Wie er den Schirm aus dem Wasser holt, weiß Thomas schon, wie er springen wird. Spätestens am 18. August um 18 Uhr.